Moin moin liebe Freunde, willkommen zurück zu diesem Video und heute zocken wir BeamNG und eine ganz besondere Map und ich würde sagen, wir starten direkt mit dieser Map. Erstmal mit dem Standardauto und zwar ist das die Crash Hard 2.0 Map, glaube ich. Und ja, auf dieser Map muss man halt so einen Berg runterfahren. Und auf der Map ist das hier halt diese der Berg halt runter. Uiuiui, da ist schon ein bisschen was kaputt gegangen. Ich glaube, die Karre liegt ein bisschen schräg. Weil da irgendwas mit dem Fahrwerk kaputt gegangen ist. Wir sind 290, mit 290 Sachen sind wir hier unterwegs. Und springen. Okay, haben es recht gut überstanden. Sind zwar ein bisschen schräg. Hier springen wir nochmal und. Holy shit. Können wir noch fahren? Können wir noch fahren? Ich würde jetzt sagen, sieht schlecht aus. Also ich glaube, wir könnten noch fahren. Aber das sieht eher aus, als wäre es aus einer Müllpresse gekommen. Ja, wir könnten noch fahren. Das muss gehen. Das muss einfach gehen. Wir müssen das hinkriegen. Also, das kann ja wohl nicht so schwer sein. So. Fahren jetzt hier runter. So. Sagen wir mal aus Fernsicht. Und den ersten Sprung haben wir gemeistert. Leider ein paar Schäden. Jetzt sind wir links ein bisschen runter geneigt. Uiuiui. Jetzt haben wir leichte Abneigung nach links. Holy shit, bounced der. Kacke, die Karre bounced viel zu hart. Ist viel zu hart gebounced. Das könnte jetzt hier ein Problem sein. Nein, wir schaffen's. So, und so schnell sind wir gar nicht. Wir haben 220 km circa drauf. Weil irgendwas da schleift, würde ich sagen. So schnell sind wir gar nicht. Und wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Und ich. Ganz geil, dass wir es jetzt einmal so geschafft haben. Ja. So. Ich würde als nächstes mal sagen, wir nehmen da ein bisschen besseres Auto. Ja, so ein Race. So, das ist die besondere Fähigkeit, Digga. Es hört sich ja einfach an, als würde hier jemand schießen. Okay. Wir fahren jetzt erstmal aus der Perspektive. Oh mein Gott, ist das laut. Oh mein Gott, sind wir schnell. Hilfe, sind wir schnell. Ach du Scheiße. Hatte die Karre mal einen Spoiler? Ich glaube, der ist jetzt ab. Und die ist auch sehr schnell. Also, ja, wirklich sehr schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wackelt der Spoiler. Oh mein Gott, das war's mit dem Spoiler. Und nicht nur mit dem Spoiler war's das. Ich glaube, das war's mit dem ganzen Auto. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, das ist einfach zu schnell dafür, für diese Map. Was ist das? Jetzt habe ich den Aufprall gesehen, Digga. Was ist das? Okay. Also. Was hängt da nach oben? Aber, ja. Wir haben es geschafft, dieses Auto komplett zu zerstören. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal ein anderes Auto. Ich glaube nämlich, das ist ein bisschen zu schnell. Und zwar nehmen wir ein Lamborghini Aventador. Nehmen wir ein Lamborghini Aventador SVJ LP774. Ja. Sieht recht geil aus. Ist aber auch recht laut. Aber ich glaube, so hört sich kein echter Lambo an. Würde mich wundern. Hallo? So, let's go. Oh mein Gott, ist das. Holy shit. Digga, weil der halt so tief ist, braucht man nur einen Huppel
damit er außer Kontrolle gerät. Ja gut. So viel zu diesem Versuch. Ich glaube, der Lambo ist jetzt ein bisschen kompakter als vorher. Digga, wie der halt wirklich wie zu so einem Würfel zusammengedrückt wurde. So, wie ihr hier seht, hier gibt es auch ganz viele andere Abschnitte in der Map. Also wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Dann mache ich die nächsten Abschnitte auch noch. Aber, ja. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit dem Lambo. Würde ich jetzt mal leicht behaupten. Leider geht die Anzeige drin nicht. Oh mein Gott, wir haben gar keine Reifen drauf. Ja, nehmen wir natürlich die Race Tires und hier die modifizierten. Ah, jetzt geht's auch mit. Jetzt geht's auch mit Schalten. Okay. Hier. Hops. Noch geschafft. Aber irgendwie fühlt er sich ab. Ah, nein, jetzt wird er gleich abheben. Okay, der Heck. Das Heck ist schon mal ein bisschen weg. Okay, holy shit. Okay. Mit 200 km auf dem Wand aufgeprallt. Okay. Das ist ein bisschen was. Das ist ein kleines bisschen. Und. Boom. Also. Da könnte man jetzt, glaube ich, nicht mehr so draus schließen, dass das ein Lambo ist. Ja. Also. Guckt euch mal allgemein die Felgen an, wie die schon verbogen sind. Ich glaube, da weiß man, was das für so eine Wucht ist. Für den Aufschlag, ja. Aber eigentlich will ich nur mal probieren, ob wir damit nicht wirklich noch das schaffen. Holy shit, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja, genau, ja. Ja, Lambo, ja, wir haben es ja verstanden. Okay. Holy shit. Tschüss. Ist er nicht auseinander? Doch. Und. Ah. Vielleicht sollten wir einfach nicht diese Rampe nehmen. Uiuiuiui. Jetzt musst du es auch wirklich schaffen, Lambo. Sonst einfach nur traurig. Digga, das hat das Standardauto geschafft. Und du schaffst das nicht. Vielleicht sollen wir mal vom Gas gehen, okay? Okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Auch nicht schlimm. Okay, wir haben einen Reifen weniger. Damit müssen wir leben. Nein, nein. Nein, Lambo. Nein, ich starte das jetzt nicht nochmal neu. Lambo, das ist so ein guter Try. So weit waren wir noch nie. Okay, wir können noch fahren. Nein, Lambo. Ach Gott, oh Gott. Also ein Wunder, dass wir hiermit noch so 200 fahren können. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Okay. Damn. Okay. Aber eigentlich recht robust. Also am Heck. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass er nicht ganz so robust ist, ne? Aber, ja. Nehmen wir jetzt mal die nächste Karre, würde ich sagen. Und zwar, diesmal, schon eine recht schnelle Karre, oder? Wie wäre es denn mal mit dem RS6 Avant? Okay. Oh, das hat er eigentlich recht gut weggesteckt. Nur unten links seht ihr halt den Schaden. Wo der ist und der ist sehr penibel, der ist Schadensmesser und da gibt es einen Riesencrash. Einen Riesencrash gibt es da auf dem Berg.
Und er fällt runter. Das war's dann mal mit dem Audi. Vielleicht sollten wir den aber auch hö höher legen. Muss ich gucken, ob ich das mache. Oder ob das überhaupt was bringt. Oh, uiuiui. Da haben wir jetzt wirklich wenig Damage wegstecken müssen. Und jetzt nach links. Okay. Wir dürfen vielleicht nicht ganz so schnell. Oh mein Gott, hat's den zerfetzt. Oh mein Gott. Digga. Wir probieren es aber mal. Holy shit, okay. Ich glaube, da habe ich was falsch gemacht. Ich glaube, da habe ich was sehr falsch gemacht. Ich sehe es gerade noch nicht, dass wir das hier schaffen. Okay. Okay. Ja, los. Ich glaube, ich gebe es auf mit dem Audi R6er Wand. Ich glaube, ich gebe es damit erstmal auf. Denn, ja gut, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Subaru. Ne? Okay, das ist schon mehr mein Geschmack. Okay, obwohl der Audi war auch mein Geschmack, aber. Oi, oi, oi. Wir fahren hier runter. Hoffentlich ist hier das nicht so das Problem. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass hier genau das gleiche das Problem ist. Obwohl, er schafft's gut. Er schafft's gut. Dieser Moment, wenn du merkst, dass dein Auto einfach bei 300 im fünften Gang ist und damit nicht im letzten. Okay, nochmal neu. So. Okay. Da ist recht wenig kaputt gegangen, muss man wirklich sagen. Okay. Oh. 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 Nein. Nicht oh, sondern oh. Obwohl, fährt er noch? Fährt er noch? Hallo, fahren Sie noch? Ja, aber leider dann auch nach links. Okay, wir halten Polizeiauto. Mal gucken, ob die Sirene am Schluss immer noch ihr fröhliches Geräusch macht. Das wäre jetzt meine Frage. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der da schlechter besteht als der andere. Holy shit. Okay, leicht schlechter. Also fahren könnten wir noch. Weil der Motor funktioniert noch. Nein, nein. Okay. So, ja gut. Also der Motor funktioniert noch. Nur ich glaube, die Reifen funktionieren nicht mehr ganz so gut. Okay. Das einzige Auto, mit dem wir es geschafft haben, war das Standardauto. Eigentlich nur. Ah nee, noch der Lambo. Den Lambo haben wir auch noch geschafft. Und zwar würde ich jetzt sagen, we will get now the so Toyota Super. Heritage! Heritage! Die geile Subara. Oh mein Gott! Ah. Digga, was ist denn hier los? Wir sind recht schnell, würde ich sagen. Mit so einer Toyota Super Heritage. Kann man aber noch.
schneller, die man einfach Nitro anmacht. Okay, hallo. Toyota Supra. Toyota Quality. Ja, gut. Bis zu dem Moment dachte ich auch noch, dass die Qualität ganz gut wäre. Na gut. Bessere haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Aber auch nicht schlechtere. Wir müssen hier, ja. So ist viel besser. Wir haben die Supra nämlich gerade eben ja auch nicht gesehen. Nach einer bestimmten Zeit. Oh, scheiße, ich hätte schalten sollen. Und in dem Moment habe ich mich leider auf Schalten konzentriert. Und dann ist sie mir ausgebüxt. Die gute alte Supra am Ausbüchsen. Und ja. Mehr Geschwindigkeit geht nicht. Zumindest mit der Supra nicht. Nein, nicht wieder den Fehler machen. Also eigentlich könnten wir jetzt nach da unten tuckern. Ah, nee, doch nicht. Ah, uns fehlt der Reifen hinten und die Achse ist gebrochen. Na gut. Weil eigentlich fährt sowas ja auf einem Dragstrip und nicht auf einem Berg, der zum Crashen gemacht ist. Das ist eine Verarsche. Der hat nicht mal einen Supra-Motor drin. Ich weiß, ich finde auch tiefer gelegte Supras geiler, aber müssen wir jetzt mal einmal mit leben. Okay. Noch hält sie sich ganz gut, muss man ehrlich sagen. Noch hält sie sich ganz gut. Noch. Jetzt kommt der erste Sprung. Und sie hätte sich gut gehalten. Nur. Ja. Wissen wir alle, was passiert wäre. Was passiert ist. Sie ist einfach zur Seite gejumpt, weil ich da über die Rampe falsch gefahren bin. Wir müssen nämlich jetzt hier schon nach rechts. Oh mein Gott, ich habe mir gerade meinen Finger gebrochen. Ich habe den hier dran gehalten an mein Pedal und dann ist das Lenkrad einmal so in die andere Richtung gerammt. Ah, scheiße, tat das weh. Okay. Ob wir das heute noch hinkriegen? Ich weiß es nicht. Und es heißt nicht anders, es heißt die Supra und nicht der Supra oder das Supra. Imagine, man sagt das Supra. Ich glaube, das sagt nun wirklich niemand, aber... Ja. Okay. Nein. Okay, chill mal, super. Nein. Öl, bleib mal kurz stehen, bitte. Danke. Ey, das Öl hat wirklich gegönnt. Ja gut, aber unsere Reifen haben wir... Ah, wir haben noch Reifen. Aber anscheinend ist die Lenkachse leicht durchbrochen, sodass wir nur noch einen Reifen haben, der lenkt. Ja, das nenne ich mal ein super Abschluss für dieses Video. Würde ich sagen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao. Ciao.